So, liebe Freunde, ich bin heute hier, weil ich endlich die Möglichkeit gefunden habe, meine Garage zu wechseln, was mittlerweile gut 20 Jahre gedauert hat. Ich wohne nun mal in Berlin und es ist nicht einfach, in der Stadt was zu finden. Bin hier auch etwas außerhalb von Berlin, möchte aber nicht genau sagen, wo. Muss ja nicht jeder wissen, wo meine Garage ist. Und es wird sich jetzt in den nächsten Monaten auf jeden Fall nichts mehr mit Roboterbau bewegen. Wir werden uns mehr damit beschäftigen, umzuziehen in diese neue Garage hier. Es ist einfach nötig. Der alte Garagenhof, der ist richtig runtergekommen und in der Umgebung ringsherum wurde auch alles neu gebaut, was schon ein bisschen Angst und Bange macht. Wenn man das so sieht, dann habe ich mir gedacht, voriges Jahr schon, ich muss jetzt unbedingt suchen. Habe ich ja die letzten 20 Jahre eigentlich schon gemacht, gesucht. Keine Chance. Also gut, wenn du ab und zu suchst, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, als wenn du ständig suchst. Was ich voriges Jahr gemacht habe, ständig gesucht. Bin dann auf Storage 24 gestoßen und habe mich dann vorangemeldet für einen Neubau. Und habe dann dieses Jahr auch den Zuschlag bekommen, wo ich natürlich dann gleich Ja gesagt habe, weil Berlin wird immer schwerer, irgendwas zu finden. Ich will dieses Hobby unbedingt weitermachen, daher blieb mir eigentlich gar nichts anderes übrig. Preislich bewegen wir uns hier bei 28 Quadratmetern bei 208 Euro. Hinzu kommt wohl noch der Strom, aber kann ich mit leben. Für einige klingt es viel, 208 Euro, aber wir haben hier eine Garage mit einer Deckenhöhe von 5 Metern. Im Grunde kann man sich noch eine zweite Etage reinziehen, zwar nur bis zur Hälfte nutzen, aber man kommt dann grob auf, würde ich sagen, irgendwas um die 40 Quadratmeter. 40 Quadratmeter ist nicht ohne für eine Werkstatt. Da kann man eine Menge machen. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Wir gehen jetzt auch rein. Das hier ist der Storage 24. Wir sind direkt auf der Frontseite. Hinten geht es noch weiter rein. Wäre mir natürlich lieber gewesen, aber man kann sich ja nicht alles aussuchen. Hier ist noch ein bisschen Baugelände. Wie gesagt, das Gelände hier ist gerade erst fertig geworden. Die ersten Mietverträge wurden auch erst am 12.04. vergeben. Wir haben heute den 11.04., also ich bin einen Tag vorher da, muss auch ein Übergabeprotokoll noch ausfüllen wegen der aktuellen Corona-Lage, muss ich das aber alleine machen. Daher bin ich heute hier schon einen Tag vorher hier für meinen Mietvertrag. Und das hier ist halt meine Einheit, 110, 192. Da gehen wir jetzt mal rein. Schloss werde ich wahrscheinlich noch austauschen. Das ist natürlich ein sehr billiges Polenschloss. Oh. Und da wären wir auch schon. Breite haben wir hier von 3,50 Meter, was ich noch messen werde. Und Deckenhöhe, wie gesagt, 5 Meter. Ungefähr auf der Hälfte kann man halt bis zur Decke hochbauen, was viele Möglichkeiten bietet. Von der Grundfläche her ist es ungefähr genauso groß wie meine alte Garage. Also kann man fast 1:1 hier reinbauen. Hinzu kommt dann halt eine zweite Etage, wo ich mir wahrscheinlich ein kleines Büro einrichten werde, um oben meine Roboter zusammenzubauen, am Computer zu planen und eine kleine Lagerecke, um das Material hier unten rauszuhalten. Wo ich immer in meiner alten Werkstatt das Problem hatte, dass das dann alles im Weg rumgestanden hat, so hat man dann noch eine zweite Etage, wo man sich das zur Seite packen kann. Was ich gar nicht mal so schlecht finde. Ja, wie gesagt, es wird sich jetzt wahrscheinlich über mehrere Monate hinziehen mit dem Umzug. Ich habe auch nicht allzu viel Zeit. Ich habe jetzt nächste Woche Urlaub erstmal. Wenn alles klappt, fliege ich nach Ägypten. Abhängig ist es natürlich vom Corona-Test, PCR-Test muss ich machen, der muss negativ sein. Dann kann ich auch schon nach Ägypten fliegen. Gebucht hatte ich voriges Jahr,
in der Annahme natürlich, dass Corona vorbei ist. Jetzt ist es immer noch nicht vorbei, aber ich habe mir gesagt, warum nicht? Ganz ehrlich, warum nicht? Viele sagen immer, wie kann man in Pandemiezeiten wegfliegen? Was ich will, wirklich mich im Hotel isolieren, meine Ruhe haben, einfach mal abschalten. Hast du hier nicht in Berlin? Hast du generell nicht hier in Deutschland? Alle Hotels sind dicht, Beherbergungsverbot. Und kannst die Zeit im Grunde nur zu Hause verbringen. Und in Berlin ist es richtig ätzend. Kann ich nur sagen, ätzend. Weil es laut ist, richtig laut. Ja, ich fliege halt nächste Woche, wenn, wie gesagt, der PCR-Test negativ ist, fliege ich nach Ägypten. 2 Wochen, komme dann zurück, muss dann erstmal 10 Tage in Quarantäne, kann mich nach 5 Tagen freitesten. Da ist im Gesamtsumme 3 Wochen Urlaub. Danach werde ich hier erstmal grob die 2. Etage reinbauen, so dass man umziehen kann, was grob geschätzt 2 Tage dauern dürfte. Holz bestellen, hier rein und alles zusammenbauen, 2 Tage schätze ich schon ein. Danach halt in meiner alten Garage erstmal alles auseinandernehmen, da rechne ich auch gut mit 2 Tagen und dann halt der Umzug hierher. Also grob im Summe in 3 Monaten werde ich wohl fertig sein. Ich werde ab und zu wieder ein paar Videos machen, damit ihr seht, wie es hier vorangeht. Und ich hoffe natürlich, dass es hier auf längere Zeit ist, auch wieder mindestens 20 Jahre, weil mir fehlt auch langsam die Kraft dazu für solche Umzüge. Großhilfe kann man ja auch nicht erwarten in Berlin. Gibt ja hier keinen mehr, der dieses Hobby ausübt. Leider, muss man ja sagen, weil es nun mal für uns, ja, ist es natürlich das geilste Hobby der Welt, was viele nicht nachvollziehen können, aber es ist halt immer so. Ja gut Leute, das war es erstmal von hier. Nächste Video mache ich dann aus meiner alten Werkstatt. Als Abschiedsvideo von dort. Danach werde ich alles zerlegen. Aber frühestens in 4 Wochen wird das sein. Wie gesagt, erstmal Urlaub. Entspannen. Ja, die Gedanken werden ein bisschen fokussierter. Ich bin so zerstreut zurzeit. Ich bin auch ziemlich happy, dass es hier geklappt hat mit der Werkstatt. Na gut, bis zum nächsten Video.